Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Bundesminister, geschätzte Mitglieder des Bundesrates, eines vorweg, der Anbau genetisch veränderter Lebensmittel ist in Österreich ja Gott sei Dank von Seiten der AGES verboten. Auf 2,6 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche wird nach wie vor kein einziges genetisch verändertes Saatkorn angebaut. In vielen Ländern dieser Erde schaut die Situation jedoch ganz anders aus. Die USA zum Beispiel baut auf 39,1% der nationalen Ackerfläche gentechnisch verändertes Saatgut an. Das sind unglaubliche 75 Millionen Hektar, gefolgt von Brasilien mit 51,3 und Argentinien mit 23,9 Millionen Hektar. Speziell in diesen Ländern hat genetisch verändertes Saatgut längst die Vorherrschaft in der Landwirtschaft übernommen. Genmais, Soja und Baumwolle werden im großen Stil angebaut. Umweltschutzorganisationen und Medien berichten über die dramatischen Folgen für Menschen und Umwelt. Saatkonzerne argumentieren, Gentechnik brauche man für die Ernährung einer sehr stark anwachsenden Weltbevölkerung. Europa verbietet den Anbau weitgehend, importiert aber gentechnisch veränderte Pflanzen in der Form von Tierfutter, Kleidung und Biodiesel. Im Jahr 2016, also 20 Jahre nach der ersten Soja-Importen, importiert Europa pro Jahr mehr gentechnisch veränderte Soja, als alle Europäer an Körpergewicht auf die Waage bringen. Österreich nimmt mit dem gentechnikfreien Kontrollzeichen und ganzen gentechnikfreien Branchen eine Vorreiterrolle ein. 1997 gab es das erste Gentechnik-Volksbegehren mit 1,2 Millionen Unterschriften. 1998 die ersten gekennzeichneten Produkte am Markt ohne Gentechnik. 2010 komplette Milchwirtschaft produziert gentechnikfrei. 2011 führende Eierhersteller produzieren gentechnikfrei und 2012 Großteil der Mastgeflügelproduktion gentechnikfrei. Mit dem drohenden Mercosur-Abkommen, das wie ein Damoklesschwert über uns hängt, laufen wir in Österreich jedoch Gefahr, dass gentechnisch manipulierte Lebensmittel zu uns auf den Teller kommen. Es kann und darf nicht sein, und die Frau Kollegin Johanna Miesenberger hat schon erwähnt, dass Unmengen von Rindfleisch aus Südamerika zusätzlich auf den europäischen Markt kommen und dadurch die Preise für die heimischen bäuerlichen Betriebe in den Keller fallen und viele Landwirte dadurch finanziell in den Ruin getrieben werden. Schon jetzt ist in vielen Konsumgütern Gentechnik versteckt. Darum möchten auch immer mehr Menschen wissen, woher ihre Lebensmittel kommen, ob sie umweltfreundlich und gentechnikfrei hergestellt wurden und wie es den Menschen und Tieren geht, die entlang der Wertschöpfungskette an der Produktion der Lebensmittel beteiligt sind. Verpackungen geben uns offene und versteckte Hinweise, gleichzeitig verschweigen sie uns Wesentliches. Die einen Angaben sind unmissverständlich, andere können irreführend sein. Eine klare und verständliche Herkunftskennzeichnung bei Lebensmitteln ist daher unausweichlich. Und wir sollten alle gemeinsam daran arbeiten, dieses Vorhaben so schnell wie möglich umzusetzen. Abschließend möchte ich noch an alle appellieren, den eigenen CO2-Fußabdruck so klein wie möglich zu halten, beim Einkaufen auf Regionalität zu setzen und damit einen Beitrag zu leisten, damit die Produktion im eigenen Land bleibt und die Lebensmittelsicherheit dadurch gewährleistet ist. Setzen wir auf Qualität aus Österreich. Glück auf!